Abstand und sagen so, ha, ha, ja, das ist die Eigentum oder der Speicherstadt. Man wurde sich aber auch schnell einig und hat hier in diesem Gebäude die Räume im vierten Obergeschoss anbieten können. Der zweite und dritte Schock waren auch. Ja, und dann ging es darum, Mitarbeiter zu finden. Vor allem erstmal jemanden, der so eine Anlage planen, in den Bau überweisen kann. Und das kam man auch Gerhard Lauscher aus Augsburg, auch schon da, Gerhard dachte anfangs noch, er kann das hier nebenbei betreuen und am Wochenende nach dem Rechten leben. Er hätte sich bestimmt nicht träumen lassen, dass er hier nach 18 Jahren immer noch arbeitet, natürlich da längst das angestellt und zuhört auch noch zurück. Und das war derjenige, der sofort sagte, dass diese Anlage bloß nicht von Modellbahnen gebaut werden soll, denn jeder Modellbahner hat sein Spiel und will sich immer selbst ermöglichen. Er sollte gute Handwerker machen, aber woher nehmen? Frederik kannte zum Glück die Redakteure von der Bild vom Hamburger Abendblatt und hat die gebeten, etwas darüber zu schreiben. Das haben die auch tatsächlich getan. Und im letzten Absatz schon auch runter, wer noch Lust hat, Bild zu bauen, kann sich doch mal hier melden. Telefonnummer von der Disco runter, fertig. 150 Anrufe gingen dort noch rein. 40 wurden dann letztlich in die Disco zum Casting eingeladen, nicht zum Ding, sondern zum Probebau. Und 20 davon wurden am Ende engagiert. Da waren dann am Schluss noch ein paar Modellbahnen dabei. Der Rest aber waren gute Handwerker und das ist bis heute so. Modellbau arbeiten hauptsächlich Tischler, aber auch einen Tafelschreiner, Zahntechniker. Mittlerweile gibt es auch einen Ausbildungsberuf, eine gelernte Modellbauerin. Dazu kommen im Bereich Elektronik, Elektriker, Elektroniker und Mechaniker. Ja, mit diesen 20 Mann begann dann hier im Dezember 2000 der Bau der Anlage.